Noras Tagebucheintrag, 13. Juni 2020. Heute war ein besonderer Tag. Ich durfte zum ersten Mal den Bienenstock verlassen. Meine Freundin Stella begleitete mich. Gleich flogen wir los. Ein wunderbar süßlicher Duft führte uns zu einer bunten Wiese. Ich landete in einer gelben Blüte und saugte mit meinem Rüssel den Nektar ein. Wie köstlich er schmeckte! Ich war überwältigt von all den Gerüchen und Farben. Plötzlich musste ich lachen, als ich Stellas gelbes Höschen sah. Schau dich doch selber an, meinte sie nur und flog in die nächste Blüte. Sie hatte recht, ich trug auch ein gelbes Pollenhöschen. Wir hatten so viel Nektar und Pollen gesammelt, dass uns das Fliegen richtig schwer fiel. Also traten wir den Heimweg an. Im Stock erzählten wir den anderen Bienen, wo diese wunderbare Wiese lag. Nachdem wir den Nektar in den Waben verstauten, schlief ich sofort ein. Es war ein toller Tag. Und wenn du deine Geschichte fertig geschrieben hast, dann schau dir bitte alle Tunwörter an und mach das so wie ich. Unterstreiche sie rot, damit du noch einmal überprüfst, ob du wirklich immer alle Wörter in der Mitvergangenheit geschrieben hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schreiben und einen wunderschönen Tagebucheintrag. Tschüss!